Nicht nur die Oscars waren heuer ein voller Erfolg. Die Tourismusschülerinnen und Schüler aus Bad Hofgastein stellten einen beeindruckenden Themenabend für stolze Eltern und Ehrengäste auf die Beine. Die Verköstigung, die war exquisit, das Showprogramm konnte sich sehen lassen und Hollywood ließ grüßen. Der rote Teppich wurde ausgerollt am 16. März in der Tourismusschule Bad Hofgastein. Anlass war der Themenabend des dritten Jahrgangs der Höheren Lehranstalt für Tourismus mit dem Motto Hollywood, it's Showtime. Die Schülerinnen und Schüler sind eigentlich für den gesamten Abend verantwortlich. Das heißt, angefangen von der Gestaltung des Menüs bis hin zur Deko, bis hin zum Service, bis hin zum Marketing, bis hin zum Rahmenprogramm, bis hin zur Moderation. Und es ist immer ein Highlight dann für die Eltern, aber auch für unsere Lehrkräfte an der Schule, wenn sie dann zu so einem besonderen Event an der Schule sein können und auch sehen können, was die Schüler und Schülerinnen in den vergangenen jetzt 2,5 Jahren bei uns schon gelernt haben. Monatelange Vorarbeit erreichte an diesem Abend für die Schüler ihren finalen Höhepunkt. Eine gewisse Aufregung versteht sich dabei von selbst. Ich glaube, es lohnt sich im Endeffekt, weil es ist extrem berufsvorbereitend, so ein Themenabend. Das finde ich schon mal ziemlich praktisch und zweitens ist es einfach schön zu sehen, wie Leute stolz auf einen sein können. Es ist halt auch Arbeit von Monaten und man freut sich darum, wenn man was geschafft hat und das nachher endlich mal losgeht. Für den Themenabend haben die Schüler ein Hollywood-reifes Programm auf die Beine gestellt, inklusive Show-Einlagen. Pretty woman, don't walk on by, pretty woman. Neben Tanz und Gesang gab es noch eine große Tombola und natürlich ein exklusives wie regionales 5-Gang-Menü mit Weinbegleitung. Wir haben eine eigene Austernbar heute vorbereitet. Danach geht es dann weiter mit hausgemachtem Brot und hausgemachten Aufstrichen. Danach geht es mit der Vorspeise weiter. Da haben wir einen wunderbaren Saibling aus dem Gasteinertal gekriegt. Den haben wir dann selbst eingebeizt. Und das Ganze wird dann mit einer Variation von Dill serviert und ein bisschen Wildkräutern. Und danach geht es dann weiter mit einer Frühlingskräutersuppe. Und dann geht es weiter in der Hauptspeise mit einer wunderbar rosa gebratenen Beiritt. Auch aus dem Gasteinertal mit einer Variation von roten Rüben. Und zum Dessert süßen Ausklang gibt es nochmal eine Zitronentart mit einer Schokoladenkugel. In der Küche haben die Schüler ganze Arbeit geleistet und auch im Service lief alles reibungslos. Die Bilanz am Ende eines gelungenen Abends fiel dementsprechend positiv aus. Ja, ich finde, dass die Tourismusschule in Gastein für uns Touristiker da in der Region natürlich eine optimale Schule ist. Man hat es entweder gesehen, also kulinarisch perfekt. Ich bin selber gelernter Koch, koche auch nach wie vor noch selber in der Küche. Ich kann ja nur gratulieren für den heutigen Abend. Also es war natürlich ein aufregender Abend für uns alle und dass wir unsere Eltern einfach mal zeigen können, was wir jetzt schon in die 3 Jahre gelernt haben. Und wir sind natürlich alle sehr zufrieden und es ist super, es hat super funktioniert alles. Jetzt habt ihr euch einen Oscar verdient. Ja, sowieso.